erstmal ins falsche Terminal gefahren. Das ist ein Klassiker. Ist das Wetter traumhaft? Und nicht wirklich was getan. Guten Morgen. Es ist 3.50 Uhr, also gleich 3. Und ich bin müde. Ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten von euch kennen das, aber ich finde, wenn man einen Flug hat oder einen Flug so weiß, dass man den hat und was man weiß, dass man zu einer untypischen, unhumanen Zeit aufstehen muss, schläft man A, richtig bescheiden und B, man wacht früher auf als der Wecker. Also so geht es mir jedenfalls immer. Also ich bin, mein Wecker wäre erst um 3 bzw. der späteste um 15 nachgegangen. Aber ich bin schon seit 2.50 Uhr wach. Habe jetzt beschlossen, ich stehe auf. Und ja, ich werde jetzt erstmal noch ein Glas Wasser trinken und dann werde ich mich hier fertig machen. Ja, und dann mal gucken. Aber es ist durchaus früh. Ich dachte ja, ich sehe mit Make-up ein bisschen humaner aus. Okay, ein bisschen, ja. Aber bin fertig. Ich weiß gar nicht, wie ich stehen geblieben war, weil Kapo hat dann irgendwas gemacht und dann musste ich hier das Video abbrechen. Ja, ich packe jetzt noch schnell so die letzten Sachen ein, also die ich halt quasi gestern Abend noch gebraucht habe, sprich meine Schminke und meine Apple Watch und das Ladekabel dazu. Und ja, dann schaue ich mal, dass ich hoffentlich einen Uber bekomme. Oh, ist auch noch ein bisschen risikolastig. Ich wäre eigentlich mit den öffentlichen gern gefahren, aber die sind leider um diese Zeit nicht in Betrieb. Ich habe übrigens gehört, dass morgen in München der Superstreik sein soll am Flughafen. Weshalb ich nochmal doppelt froh bin, dass ich morgen nicht fliege, weil ich ja nach München fliege. Ja. Aber genau, ich mache jetzt mal hier so schnell alles fertig und dann melde ich mich wieder, wenn ich ein bisschen die Zeit dazu habe. Aber ich sag's euch, das ist echt eine Zeit. Und ich bin auch super gespannt, wie es am Flughafen ist, wie voll, weil eigentlich relativ viele Flieger so gegen 6 rumfliegen, auch wenn meiner der erste ist. Aber ja, wird spannend. In Helsinki ist ja dieses System, dass du quasi nichts mehr rausnehmen musst, also bei den Sicherheitskontrollen, lässt du einfach, also es sind diese neuen Sicherheitskontrollen, hoch, die gibt es in manchen Ländern schon, unter anderem, ich glaube, Helsinki war sogar einer der ersten Flughäfen, der das so eingeführt hat, und du musst halt nichts mehr rausnehmen, wenn du die Sicherheitskontrollen hast, also nicht mehr die Flüssigkeiten, nicht mehr deine Elektronik, sondern, also nichts, sondern es läuft einfach durch und das sind so neuere Maschinen, ich glaube, die sollen auch in Deutschland bald kommen oder auf jeden Fall zu ein paar Flughäfen. Anyways, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, aber dafür haben die auch das zweite Terminal geschlossen. Das heißt, dass da nur noch ein Terminal ist, beziehungsweise ein Eingang und dann das andere Terminal hat aber noch irgendwie offen. Also jedenfalls fliegen da noch Flieger ab und höchstwahrscheinlich auch meiner, I guess. Egal, auf jeden Fall heißt es nochmal ganz, ganz viel laufen. Naja, aber wie gesagt, ich mache mich jetzt fertig. Es ist jetzt 15 nach 3. Normalerweise wäre ich jetzt erst aufgestanden. Aber ich mache jetzt noch Kapu soweit fertig. Dann muss ich noch alles so ein bisschen vorbereiten, weil dann heute Abend zwei Freunde mit einer Freundin von der Freundin hierher kommen, weil die eine Freundin Geburtstag hat und die halt reinfeiern. Genau, und natürlich somit auch Kapu ein bisschen Gesellschaft hat. Genau, das würde ich jetzt, also ich will ihn jetzt noch fertig machen, ihm genug Futter geben, weil ich gar nicht weiß, wann die heute bei mir sind. Und alle Pflanzen wegstellen, dass er halt in der Wohnung gefahrenfrei rumlaufen kann. Und ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Und mein Koffer passt zu meiner Jacke. Kind of. Also es dauert wieder super lange bei den Sicherheitskontrollen. Hat sich. Es hat mich genau 2 Minuten oder 5 maximal gebraucht. Und auch mein Geld ist nah. Also eins der näheren. Ja, naja.
Also ich habe jetzt noch, ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde bis zum Boarding. Also zeitlich eigentlich wirklich sehr gut einkalkuliert. Ich frage mich, wieso ich erst überlegt hatte, erst um 4.30 Uhr da zu sein. Also jetzt ist 4, aber naja. Ich hatte sogar Kaffee auf. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Kaffee möchte, aber irgendwie, nee, nicht. Naja, ich fliege erstmal nach Riga und von Riga dann nach München, weil der Flug einfach günstiger war mit Umsteigen und ich habe eh nur Handgepäck. Deswegen ist es mir relativ egal. Ich habe aber auch eigentlich echt Hunger. Allerdings kann ich aber auch so früh noch nicht essen, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, dass mein Magen sich denken wird, jo. Und wir gehen später dann noch in München, dann also auf dem Weg nach Österreich, wenn wir losfahren, irgendwo frühstücken oder halt was holen. Deswegen versuche ich noch so lange durchzuhalten und hole mir dann ein leckeres deutsches Gebäck. Aber immerhin, der Flug scheint auch ohne jegliche Verspätungen dort zu sein, was auch gut ist. Freunde der Nacht, ich bin im Auto. Die Freundin geht jetzt noch schnell aufs Klo. Das war jetzt, ich bin super den Umweg gelaufen. Ich bin erstmal ins falsche Terminal gefahren, warum auch immer. Richtig, richtig weird. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt im Auto und wir fahren jetzt dann irgendwo noch was frühstücken. Jetzt dann auf dem Weg und dann geht's ab in die Therme. Und die Freundin von mir ist Fahranfänger, also sie hat ihren Führerschein, ich glaube, vor, keine Ahnung, zwei Monaten gemacht. Ja, wird also spannend. You're unprecedented, and I regret that. We never. Oder machen es langsam. Bleibt euch überlassen. Zack. Ja. Versuchen nicht nach unten, sondern wirklich Knie gedrückt und halt auf uns die Hand runter. Ein Zehn der Moni, oder? Ja, ich sag ja, der macht das immer falsch. 3, 2, oh Gott, da riecht vom Netz! Ja, runter, Schuss! Und reinlegen in die Kurve! So when October rolls around, I'll watch my emotions, for they bubble over, chasing four-leaf clovers. So, wir gehen jetzt gleich meine Skisachen ausleihen. Und danach geht's auf die Piste. Wir fahren aber erst ab 12, weil das Wetter heute so semi-gut ist, ne? Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? It's a video, though. Warum? Nur das, dass der riesige Schlucht da sind auch. Samstag und wie ihr seht, ist das Wetter traumhaft. Also ich finde, das sieht auch so aus, als hätte ich irgendwie so einen Hintergrund eingefügt, aber es ist komplett real. Ja, wir sind jetzt, es ist kurz vor 11 oder schon eigentlich 11. Wir fahren jetzt gleich, also wir gehen jetzt gleich hoch zur Piste, fahren dann runter, holen uns das Ticket und dann geht es heute den Tag Skifahren. Wir waren gestern ein bisschen viel Pausen. Im Sinne von irgendwie so bei den Hütten angehalten, aber heute, ja, heute wird ein bisschen mehr Ski gefahren wahrscheinlich. Und wir waren auch erst um 3 zu Hause und sind um 9 aufgewacht. Also die Müdigkeit ist da, aber ja, ich freue mich. Time is strange. Jetzt wird bei ganz die Wohnung von dem Papa von der Freundin und hier ist die Piste. Wir müssen jetzt ein bisschen durch den Matsch laufen. Und dann können wir hier direkt runterfahren, wenn wir uns die Tickets holen. Was
bin ein bisschen, fertig aus. Es ist super warm in der Winter, in der Skijacke. Ich bin jetzt am Flughafen und muss jetzt mit dem Zug noch rüber in das Terminal oder halt in mein Gate fahren, dort zu meinen Gates. Der Skiurlaub war richtig schön. Ich glaube, so ein Tag mehr. Das wackelt hier übrigens. Ich glaube, so ein Tag mehr wäre schon noch schön gewesen. Aber ja, das nächste Mal. Das Einzige, was so ein bisschen blöd in Anführungszeichen war, war, dass ich wir hatten jetzt noch Glück, weil am Donnerstag und am Freitag ging das noch. Aber jetzt ab und am Samstag auch noch. Aber ab dieser Woche ist ja Ferien, also Faschingsferien und zum Beispiel auch in Finnland sind Skiferien, was auch diesen teuren Flug erklären würde. Oder halt, dass die Direktflüge so teuer waren, weil ich ja mit Umsteigen quasi flieg. Und genau, und das ist halt so dieses, das nächste Mal würde ich halt außerhalb von dieser Ferienzeit fahren oder halt wirklich dann die Woche davor, weil dann ist es einfach noch schön leer und alles. Und es ist einfach ein bisschen angenehmer. Deswegen passt das schon so. Ich bin jetzt, wie gesagt, am Flughafen. Ich fliege um 18.40 Uhr ist Boarding. Ich fliege um 19.10 Uhr bis nach Riga. Und in Riga muss ich noch umsteigen. Genau, ich habe noch einiges zu tun, weil ich habe natürlich nicht wirklich was gelernt, seit als ich in Österreich war. War ja klar. Also ich habe ein bisschen mir was angeschaut, aber man kann es eigentlich nicht wirklich lernen. Und ich habe ja Mittwoch die Prüfung, also werden jetzt so... Morgen und Mittwochvormittag wird halt dann noch ein bisschen heftig, also primär eigentlich morgen und ja, dann hoffe ich noch, dass ich vielleicht irgendwie jetzt auf dem Flug noch ein bisschen was schaffe, aber ja, jetzt fliege ich mal zu oder fahre ich mal zu meinem Gate. Hallo, ich gehe jetzt gerade oder ich fahre jetzt gleich in die Uni. Ich bin gestern um 2 Uhr nach Hause gekommen. Super. Ich bin tatsächlich eigentlich relativ ausgeschlafen, also das ist nicht mal das Problem. Ich bin nur, wie man vielleicht hören kann, ziemlich erkältet. Allerdings dachte ich, es wird schlimmer. Es ist aber eigentlich mehr besser geworden. Also ich hatte gestern super Halsschmerzen, auch auf dem Flug, aber ja, es ist halt mehr so eine Erkältung. Ich gehe jetzt auch heute nur zur Präsentation in die Uni, weil ja, einfach halt nicht unnötig quasi die Zeit in der Uni zu sein heute, obwohl wir halt die ganzen Präsentationen hätten und natürlich wäre es schön, so alle zu sehen, aber ich komme jetzt halt nur zu unserer. Und der Rest des Abends wird dann, oder Rest des Tages wird dann gelernt, weil ich ja morgen meine Prüfung habe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich, also ich fühle mich gar nicht vorbereitet, weil ich einfach nicht wirklich gelernt habe. Allerdings, vielleicht ist es genau das, was auch mal ein guter Versuch ist, einfach so ein bisschen unvorbereitet in die Prüfung zu gehen. Also ich werde halt heute noch ein bisschen lesen und halt einfach wirklich mich darauf fokussieren, das zu verstehen. Und ja, ich muss auch noch auspacken alles. Mein Koffer liegt noch im Schlafzimmer. Jetzt muss ich los und ja, dann gebe ich euch ein Update, wie die Prüfung morgen gelaufen ist und genau. So viel dazu. Und dann wird die Woche erstmal ein bisschen entspannt und nicht wirklich was getan.